Willkommen bei Schlesien-Journal. Heute bei uns die Reihe Städte und Menschen. Wir besuchen eine Stadt mit vielen Facetten. Fast 600 Jahre lang war sie die Residenzstadt der Breslauer Fürstbischöfe. Wegen der vielen Barockarchitektur wurde die Stadt gerne als schlesisches Rom bezeichnet. Eine Zeit lang war sie die oberschlesische Hauptstadt der Pfefferküchler. Die Rede ist von Neisse. Neisse ist eine der ältesten Städte in Schlesien. Quellen berichten bereits 1223 von einer Siedlung an dem Fluss Glatzer Neisse. Neisse entstand an der Kreuzung wichtiger Handelswege, was die Schlüsselrolle bei der Entwicklung der Stadt spielte. Przeprawa przez rzekę w tamtych czasach nie była taka łatwa. Mamy materialne ślady w postaci pali, które pochodzą już z pierwszego mostu, który powstał na przełomie XIII i XIV wieku. Czyli już wówczas funkcjonował tutaj most, budowla hydrotechniczna bardzo ważna. To były szlaki z południa na północ, z południa na wschód, czyli do Krakowa, do Wrocławia, z południa, czyli z Pragi, przez Ołomuniec, no i z Wiednia. Die Stadt wurde vom Breslauer Bischof Lorenz bei einer slawischen Ansiedlung nach flämischem Recht gegründet und mit Deutschen besiedelt. Seit 1290 bis zur Säkularisation 1810 war Neisse Residenzstadt der Breslauer Fürstbischöfe. Na przełomie XII i XIII wieku biskupi wrocławscy wyłamali się spod zwierzchnictwa księcia wrocławskiego i zaczęli używać tytułu książęcego. To się stało już w roku 1290 i od tamtej pory każdy kolejny biskup, aż do ostatniego biskupa, biskupa Bertrama, który zmarł w roku 1948, nosili tytuł książęcy z racji władania tą ziemią. Der Dreißigjährige Krieg, der 1618 begann, bedeutete für Neisse wie für ganz Schlesien einen großen wirtschaftlichen Sturz. 1633 wütete in der Stadt die Pest. Ihre wirtschaftliche Position sowie die Position einer wichtigen Stadt in Schlesien erlangte Neisse aber wieder zurück. Na początku XVIII wieku, szczególnie w czasach biskupa Neuburga, któremu zawdzięczamy większość budowli, jakie powstały w tamtym okresie, w tym wspaniały Pałac Biskupi, obecnie siedzibę Muzeum Powiatowego w Nysiu. Bis heute prägen die nach 1650 entstandenen barocken Kirchen und Klosterbauten das Stadtbild. Unter anderem deswegen bekam Neisse den Beinamen Schlesisches Rom. Musimy pamiętać, że ta nazwa Śląski Rzym została po raz pierwszy użyta w czasach reformacji właśnie przez protestantów, którzy, można powiedzieć, pejoratywnie to określenie zastosowali, wskazując, że to jest właśnie ta ostoja katolicyzmu na Śląsku i siedziba biskupa wrocławskiego, tak jak mówi się o Rzymie, że jest to siedziba biskupa Rzymu. Nach dem Ersten Schlesischen Krieg 1742 fiel Neisse mit dem größten Teil Schlesiens an Preußen. Danach entstand gegenüber der Altstadt die Zitadelle Fort Preußen sowie die nach König Friedrich II. Benannte Friedrichstadt, in der unter anderem die Garnison untergebracht wurde. Fortyfikacje nyskie sprawdziły się w czasie oblężenia napoleońskiego w roku 1807, kiedy to przez 114 dni wojska napoleońskie oblegały miasto i bombardowały miasto. Z źródeł mamy informację, że zaledwie 5 budynków w Nysie nie było uszkodzonych. To świadczy o tym, jak silny był ten ostrzał. In Neisse gibt es um die 10 Kirchen. Die wichtigste ist die Neisser Basilika, deren Bau 1401 begann. 1945 brennt das Dach der Kirche ab. Die Betondecke hält jedoch dem Brand halt und das Innere erleidet keinen Schaden. Die Basilika ist die einzige Neisser Kirche, die im Zweiten Weltkrieg einen Schaden erleidet. Bei dem Wiederaufbau der Basilika wurde der Dachstuhl aus Stahl eingebaut. Bis heute gilt das Dach der Basilika als das europaweit steilste.
Die Peter-und-Paul-Kirche wurde durch den Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem im barocken Stil an der ehemaligen Stadtmauer errichtet. Kościół, który dzisiaj widzimy, powstał na początku XVIII wieku i jest jednym z najpiękniejszych kościołów na Śląsku z wspaniałym wnętrzem, przedstawiającym adorację Boga w postaci Trójcy Świętej i adorację Krzyża Świętego. Przed kościołem usytuowana jest statua z pomnikiem świętego Jana Nepomucena. Takich pomników w samej Nysie jest 5, a w całym powiecie jest ponad 50. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Neiße zur Festung erklärt. Viele Bewohner flüchteten aus der Stadt. 2 Wochen lang wurde die Stadt bombardiert. Am 24. März 1945 nahm die Rote Armee Neiße ein. Die Stadt wurde in Brand gesetzt. Unter der sowjetischen Besatzung wurde Neiße, das bis dahin keine Kriegsschäden erlitten hatte, zu etwa 80% zerstört. Po ustanowieniu władzy polskiej bardzo szybko dostrzeżono tę substancję zabytkową i nawet zabezpieczona, na początku zabezpieczano zabytki. Niestety ówczesne władze wojewódzkie doszły do wniosku, że jest to zbyt kosztowne, żeby odbudowywać miasto. Na dodatek jeszcze podpisano umowę z pełnomocnikiem rządu do spraw rozbiórek w celu pozyskania cegieł z rozbiórek zburzonych budynków. Może to była i słuszna decyzja, jednak władze lokalne, żeby wywiązać się z tej umowy, burzyły też budynki, które nie były tak do końca mocno zniszczone. W końcu doszło do tego, że niemal całe Śródmieście, które było przez cały czas opustoszałe, rozebrano. Anfang der 1960er Jahre entstanden neue Plattensiedlungen. Heute wird die Stadt mehr und mehr gepflegt. Wirtschaftlich erlebt Neiße einen Aufschwung und bildet eine gute touristische Basis. In unmittelbarer Nähe gibt es 2 Stauseen, 20 Kilometer weiter die Grenze mit Tschechien und einer Berglandschaft zum Wandern. Machen Sie doch mal einen Ausflug nach Neiße. Während eines Spaziergangs durch die Stadt lohnt es sich auch, einen Abstecher in das Landkreismuseum zu machen. Das Museum hat von Dienstag bis Sonntag geöffnet. Und nun die Infos im Schlesienjournal. Seit über 30 Jahren treffen sich an jedem Maisonntag Gläubige an der Gottesmutterkapelle in Gogolin. Hier werden dann deutschsprachige Maiandachten abgehalten. Mit Gebet und Gesang wird die heilige Maria gepriesen. Mitten in der Natur und doch gleich neben der Autobahn A4 ist der Ort ein Idyll mitten in der modernen Welt. Die Maiandachten an der Gottesmutterkapelle sind mittlerweile zur Tradition geworden. Denn die Besonderheit der Kapelle begeistert jedes Jahr aufs Neue. Wir feiern hier die Maiandacht seit 32 Jahren. In deutscher Sprache haben wir angefangen, wo man nur auf Polnisch die Gebete in der Kirche vortragen konnte. Und hier kamen die Leute, die wollten die Andacht so haben, wie sie im Herzen gespürt haben. Mit der Kapelle ist auch eine Legende verbunden, die im Volksmund weitergegeben wird. Die Legende besagt, dass die Gottesmutterkapelle wegen ihres heiligen Wassers Bekanntheit erlangte. Angeblich hatte die blinde Tochter der Grafenfamilie Gaschin aus Żyrowa ihr Augenlicht wiedererlangt, als sie ihre Augen mit dem heiligen Quellwasser der Gottesmutterkapelle gewaschen hatte. Diese Geschichte soll sich im 19. Jahrhundert zugetragen haben. Auch heute noch schöpfen viele der Anwesenden nach der Andacht das Wasser aus der Quelle in der Nähe der Kapelle und nehmen es mit nach Hause. Die deutschsprachige Andacht in Gogolin findet an jedem Maisonntag um 16 Uhr statt. Alle sind herzlich eingeladen.
Die Minderheitenwallfahrt zum St. Annaberg wird auch in diesem Jahr veranstaltet. Am Sonntag, den 6. Juni, ist es wieder soweit. Die Seelsorge für nationale und ethnische Minderheiten des Bistums Oppeln lädt dazu ein. Die Feierlichkeiten auf dem St. Annaberg beginnen um 10 Uhr mit einer Gebets- und Gedenkstunde. Eine Stunde später beginnt der Festgottesdienst, den der Oppelner Bischof Andrzej Czaja leiten wird. Die Wallfahrt steht unter dem Leitthema Versöhnung, Freiheit, Erneuerung. Im Anschluss findet um 14 Uhr im Pilgerheim von St. Annaberg die Premiere des Films Deutsch im Herzen statt. Die Filmpremiere schließt mit einem Treffen mit den Zeitzeugen ab. Damit sind wir am Ende der Sendung. Uns gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.